Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Heute bin ich wieder ganz besonders glücklich, denn ich habe eine ganz besondere Ärztin zugeschaltet per Zoom. Sie betreibt eine Art Medizin, die meiner Erachtens eigentlich die Medizin der Zukunft ist oder eigentlich die Basis sein sollte innerhalb von jeder Behandlung mit einem Patienten. Denn wir wissen sie auch aus der modernsten schulwissenschaftlichen Grundlagen her, der Psychoneuroimmunologie zum Beispiel oder auch der Psychosomatik, dass unser Geist hier oben, unser Kopf, immer einen Zusammenhang hat oder darstellt zu einer Krankheit. Und genau dieses Problem hier oben, dazu ist die Dr. Beate Strittmatte die Expertin und sie ist da zugeschaltet. Herzlich willkommen, liebe Beate. Ja, hallo, ich habe dich jetzt gerade gehört. Hast du mich gehört? Passt die zum Ich habe dich gehört. Gut. Und ich habe gehört, dass du gesagt hast, sie macht eine besondere Medizin. Ja. Ja, ich würde mal sagen, ja, aber da musste ich erst mal hinkommen in meinem zarten Alter. Ich war am Anfang in der Orthopädie, 6 Jahre Orthopädie. Ich habe nur geglaubt, was ich gesehen habe und was ich über Placebo gedacht habe. Das willst du gar nicht wissen, ne? Hier, heute weiß ich es besser. Und dann habe ich angefangen, Störherde, Narben, Zähne. Und damit habe ich mich nach 6 Jahren, da wusste ich, ich brauche Zeit und habe mich selbstständig gemacht in einer Privatpraxis vor genau 30 Jahren. Und jetzt kommt das mit der besonderen Medizin. Ich habe damals Zähne, Narben, Schmerz, das konnte ich gut. Aber ich habe auch viel unterrichtet. Das heißt, ganz schnell haben die anderen die gute Basisarbeit gemacht. Und zu mir kam immer das, was in dieser Pyramide oben übrig blieb. Ich wurde gezwungen, mich um mehr zu kümmern. Weil in einer privaten Praxis, die ich ja nicht gemacht habe, um besonders viel Geld zu verdienen, sondern weil ich am Tag höchstens 8 Patienten haben kann. Ich brauche dort Zeit. Da bist du gezwungen, Erfolg zu haben. Das ist der Punkt. Und so wurde ich in diese Themen reingebracht und plötzlich dachte ich, wow, das ist total spannend. Und dann ganz ehrlich, machst du auch eigene Erfahrungen. Dusch mich und mach mich nicht nass, das Schicksal hat mir gerne eigene Lernchancen geschickt, wo du ja auch selber dann gut weiterkommst, ne? Wo du sagen kannst, ich weiß, wie sich das anfühlt. Es sollte zum Beispiel jeder Arzt mal gefühlt haben, wie sich das anfühlt, wenn der Kollege dir sagt, Sie haben Krebs, überrascht. Das sollte jeder mal gefühlt haben, wie das Gefühl ist, um den Patienten verstehen zu können. Ich habe gerade ein Buch darüber gelesen, wie ein Arzt, der selbst die Diagnostik Krebs bekommen hat, plötzlich in dieses Fahrwasser reingekommen ist, nur noch als Krebspatient betrachtet wird, als Nummer X und so weiter und so fort. Und wie er das reflektiert hat mit sich selbst, wie er eigentlich mit dem Patienten genau gleiche umgegangen ist und. Also es ist unglaublich tiefsinnig. Ja, die Deutsche Krebsliga schreibt, ich habe gerade einen Vortrag darüber vorzubereiten, Trauma und Krebs. Und die Deutsche Krebsgesellschaft. Die Deutsche Krebsgesellschaft schreibt offiziell in einem Leitartikel, heute ist es ja, nachdem heute wissenschaftlicherweise das Trauma und die Emotion vollkommen vom Krebsgeschehen ausgeschlossen werden kann als Ursache. Oh. Nicht? Aber das hört man ja eigentlich aus anderen wissenschaftlichen Kreisen völlig anders. Du bist halt schon richtig versaut, was das angeht. du bewegst dich halt auf der Seite, aber es gibt die Deutsche Krebsgesellschaft, es gibt tatsächlich noch andere Seiten. Man kann nur hoffen, dass er auch bald zur Vernunft kommt. Die Psyche würde nur wieder zum Tragen kommen in der Bewältigung des Krebses. Ich habe mir die Augen gerieben und gedacht, kann das wirklich sein? Das hat mir kürzlich der Professor Hecht auch gesagt, es wäre wünschenswert, die Psychoneuroimmunologie würde mal in der Onkologie Platz finden. Ja, es ist auf dem Weg, aber es ist natürlich auch, du musst nicht vergessen, dass es ja auch Ängste erzeugt, wenn du dich da in der Tiefe beschäftigen musst und dann ist es auch eine Zeitfrage. Und zu mir nochmal, wenn du in einer privaten Praxis bist, du wirst gezwungen, es zu tun, weil du letztendlich von einem Erfolg lebst. Und sowas, was ich jetzt dir heute bringe, ist ein Fall aus der Praxis. Mhm. Wir reden über den Schmerz, oder? Wenn der Schmerz bleibt. Genau. Mhm. Und ich lerne immer noch dazu. Eine alte Kollegin, die meine Mentorin auch war in der Akupunktur, die wurde 94 und ist gerade erst gestorben, die hat mal gesagt, eigentlich
müssten wir dem Patienten noch was bezahlen, weil wir ja an jedem Patienten lernen. Das ist für mich auch ganz, ganz oft der Fall. Und diese Offenheit musst du haben, sonst funktioniert es nicht. Also diese Patientin kommt, ist eine wundervolle Frau. Sie sieht schön aus und ihr Lächeln. Wenn sie lächelt, dann geht die Sonne auf und sie hat Perlen als Zähne und sie nimmt dich sofort ein und du öffnest sofort dein Herz für die, wenn die da ist. Und ich habe sie begleitet in schwierigen Situationen und immer, wenn sie Heuschnupfen hatte, dann ging das auch wunderbar und sie springt auch zwischendurch einfach mal rein, wenn ihr Rücken sie wieder zieht und ich konnte sie bisher immer gut behandeln. Eine Behandlung habe ich so wochenlang nicht gesehen. Kann auch gefährlich sein, ne? Wenn du zu schnell zu gut bist, sind die Patienten direkt mal weg und du... Genau so, ja. Meine Helferin sagt mir, sie müssen nicht immer alles beim ersten Mal machen. Doch, das ist schon mein Anspruch auch. Auf alle Fälle, dieses Mal hat sie einen Sondertermin gehabt und eigentlich wollte ich schon weg. Ich hatte einen Anschlusstermin, ja, mein Sport, ich gestehe es. Und die war danach gekommen. Ich hatte nicht das Herz zu sagen, nein, und jetzt, ich mache alles, was ich machen konnte. Natürlich, sie war verschoben, Kreuzdarmbeingelenk und hier oben war sie gegenblockiert. Ne, wenn du unten schief stehst, stehst du halt oben auch schief. Ich dachte mir, komm, das wird eine einfache Sache. Hab noch schnell geguckt, ob die neue Narbe von irgendeinem Eingriff stört. Die hat nicht gestört. Hab ihr Energiefeld angeguckt. Kein gutes Feld. Dachte ich mir, okay. Alles gemacht, ein paar Quaddeln noch gesetzt, eine Reiltherapie. Leg sie auf die Wärme. Ich denke mir, ich komme rein, alles ist fertig. Sie setzt sich auf und sagt, der Schmerz noch da. Nee, bitte nicht. Tiefer reingeguckt, nach Schmerzpunkten geschaut. Und am Ohr gibt es ja Schmerzpunkte und den Thalamuspunkt und das, was ich gefunden habe. Und das legst du nochmal hin, komm wieder rein, Schmerz noch da. Im Gegenteil, der Schmerz war sogar stärker geworden. Ich so, glaube ich jetzt nicht. Kann jetzt nicht sein. Und manchmal werde ich dann auch so wütend. In dieser wütenden, gegen mich, in dieser wütenden Phase habe ich schon die größten Dinge entdeckt und gefunden, die heute in unserem Lehrplan sogar drin sind, in der Deutschen Akademie für Akupunktur, die DAA in München, für die ich ausbilde, wo es dann einfach ganz, ganz viele Leute lernen können. Ja. Viele, viele Kollegen. In der besten Zeit hatten wir 12.000 Ärzte und Zahnärzte als Mitglieder. Also das ist richtig groß, der weltweit größte Ärzteverein für Akupunktur. So ist, lege ich die da hin und weise mir quasi an, du findest jetzt, was sie hat. Das kann gar nicht sein. Es kann nicht sein. Es war nicht typisch für eine Ischialgie. Es war vollkommen untypisch. Es zog ihr das Bein runter bis zum Fuß und sie konnte nicht laufen. Ich lege sie dahin. Ich gucke an den Ohren. Du weißt ja, an den Ohren ist der ganze Mensch abgebildet. Und ich sage mir, komm, tritt auf die Seite. Wut weg. Ich taste ihren Puls, ich gucke an den Ohren, was fällt mir hier auf? Da kannst du so, gibt so Techniken, wo du sagen kannst, wo ist der Hauptpunkt jetzt? Was finde ich? Einzig und allein den Punkt der Leber. Die Leber ist nach der chinesischen Auffassung ist das Organ, was Wut mit Wut assoziiert ist. Im Kleinkindalter, man sagt auch das Nu der Leber, die Leber hat eine Energie, die dich in die Lage versetzt, dich als Kleinkind von der Mutter zu lösen, das Nu der Leber. Ohne das, oder die Pubertierende, hier, wenn die richtig losgehen, kennst du ja selber, hast ja selber ein paar gehabt, das ist damit, die sich von den Eltern lösen können. Das ist die Leber. Jetzt finde ich ihre Leber. Denk mir, holla, Nachtigall. Da ist irgendwas mit Wut, dachte ich mir, komm, ich beruhige jetzt mal ein bisschen die Leber. Nehme nur ein Laser, ich sag's dir, nur ein Laser. Ich habe den Punkt nicht berührt. Ich laser diesen Punkt am Ohr mit dem Laser ohne Berührung. Nach ein paar Sekunden fängt die an zu heulen. Sie schluchzt und schluchzt und schluchzt und wird überhaupt gar nicht mehr fertig und kommt raus mit: Ich bin so wütend auf meinen Mann. Ich bin so wütend. Ich habe sie erst mal schluchzen lassen. Gebt ihr ein Tempo. Die habe ich in jeder Schublade drin, dass sie sich die Tränen ein bisschen abwischt. Und dann sage ich jetzt, erzählen Sie mir mal. Und vorher war mir immer schon aufgefallen, ihr Mann hat sich immer mal daneben benommen. Zum Beispiel hat er einen neuen Arbeitsplatz bekommen. Was macht er? Es war vereinbart, sie ist am Samstag auf einer Fortbildung. Es gab ein kleines Kind, 6 und eins mit 14. Und das Kind war allein zu Hause und er hat einen neuen Arbeitsplatz und hat auch die Idee bekommen, dass er jetzt einfach mal schon an seinen neuen Arbeitsplatz arbeiten geht, um einen guten Eindruck zu hinterlassen und hat
das Kind alleine zu Hause gelassen. 8 Stunden. Wenn das mein Mann gemacht hätte, du als Vater, ne, du hättest sowas auch nicht gemacht. Nein. Sie kommt nach Hause und erfährt das. Und dann erzählt sie mir das bei einer früheren Sitzung und sagt, ja, ich verstehe das, er hat ja jetzt einen neuen Arbeitsplatz und da ist er ja, bla 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 bla. Und mir fiel plötzlich auch ein, dass sie mir erzählt hatte, dass ihr Mann für einen früheren Arbeitgeber, der hat ihm noch Geld geschuldet. Und dieser frühere Arbeitgeber, eben der ihm noch Geld geschuldet hat, der hat verlangt, dass er die Arbeiten erst fertig macht, aber das Geld war für früher geschuldet. Was macht er? Er macht wie ein braves Mäuschen diese Arbeit fertig, war im Architektengewerbe und sein Arbeitgeber zahlt das ganze Gehalt nicht. Er hat damit seine Familie in eine finanzielle Schieflage gebracht. Und sie erzählt mir das und sagt, ich verstehe das ja. Er hat ja so Angst vor Chefs. Und ich dachte mir damals schon, sag mal, wie lange soll das dann noch so gehen? Und jetzt auf der Liege sagt sie, er hat uns in eine finanzielle Schieflage gebracht. Und ich hätte ihm das mal schon lange sagen sollen. Und ich hätte sowieso und so und so. Ich habe ein bisschen angetippt, ein bisschen nachgefragt. Die hat ihre ganze Wut rausgehauen. Dann setzt sie sich auf und sagt, übrigens, der Schmerz ist jetzt weg. Ja. Ich stand da und dachte mir, wow, ich kann nur sagen, jeder, der hier dabei ist, bei dem Film, jeder, der das sieht, wieso hat die eigentlich nicht gemerkt, dass sie so wütend ist? Wieso hat sie nicht gewusst, was sie wirklich umtreibt? Weil die Seele manchmal sagt, du pass auf, das hier ist jetzt für dich doch ein bisschen zu schwer. Wir packen es woanders hin. Zum Beispiel hast du doch da so eine Schwachstelle, dein Kreuz, da packen wir das ab. Vielleicht läufst du von einem zum anderen Arzt, vielleicht findest einer raus. Ansonsten ist das doch da gut aufgehoben, das ist doch viel zu schwer für dich. Halte es für möglich, dass auch du Emotionen hast, die du nicht spürst. Ganz besonders ist es zum Beispiel Wut. Ich selbst habe eine Erfahrung damit gemacht. Ich bin nicht sicher, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, weil ich so viele Anfragen habe zu drehen. Mein Knöchel. Ich habe da so eine leichte Arthrose drin nach einer Sportverletzung. Und er fing an, mir weh zu tun. Er fing an, mir richtig weh zu tun vor einigen Jahren nach der Tanzstunde. Der Knöchel wurde dick, bekam eine Röntgenaufnahme. Ist eine Arthrose drin, bla. Gut. Mit meinen Methoden und mein Mann unterstützt mich zum Beispiel mit meditativen Techniken, ich kann es nur empfehlen, bin ich schmerzfrei, laufe schmerzfrei, kann sogar Skifahren und langlaufen und Radfahren. Und es kam ein Zeitpunkt, da hatte ich den Schmerz wieder. Und ich bin bei einer Freundin und wir hatten vereinbart, ich gebe ihr eine Ohrakupunktur und sie macht ihre Methode. Das war Theta Healing. Ich habe ja da nicht dran geglaubt, das ist etwa 5 oder 6 Jahre her. Und dann sagt sie zu mir, nimmt mein Knöchel in die Hand, weil ich sage, guck mal, hier habe ich Schmerz. Ja, ich spüre Wut da drin. Sag ich, Wut? Was willst du? Ich keine Wut spüren. Sagt sie, ich spüre Wut, darf ich das rausnehmen? Dachte ich mir, komm, sei nett. Lass sie die Wut rausholen. Die fasst auf meinen Knöchel und ich werde plötzlich wütend. Alexander, ich kann dir nur sagen, ich habe gekocht vor Wut. Und ich wusste auch, auf wen. Ich wusste auch, auf wen, das war mein Mann. Mein eigener Mann, auf den ich nie was kommen lassen würde. Ich wusste, warum, ich wusste, auf wen. Und ich war außer mir zu erfahren, ja, eine Emotion geht auch in ein Gelenk. Das war ja nun mal meine Schwachstelle. Eine Emotion geht in ein Gelenk. Eine Emotion, die ich gar nicht mehr zur Verfügung habe, die ich nicht wahrnehmen kann. Ich sage euch allen, sprecht mit eurer Seele, nennt sie mal Agathe. Agathe, pass auf, ich bin groß, ich bin erwachsen, aber nur, wenn ihr wollt. Ich sage dir jetzt, dass du alle meine Emotionen zu mir zurückgibst. Ich sage öfter mal zu Patienten, halten Sie es für möglich, dass auch Sie Emotionen haben, die Sie nicht fühlen können. Weil häufig, ja, aber ich merke davon nichts, Angst, nee, habe ich auch nicht, aber ich habe so Asthmaanfälle, seltsamerweise. Oder nee, also Wut, nee, aber hier habe ich. Ich weise die Seele an, wie auch immer du sie nennen willst. Agathe ist ein ganz guter Name, Universalname für Seelen. Ich hätte gerne meine
meine Empfindung zurück. Manchmal gelingt es mir ja am Ohr rauszufinden, okay, du bist eigentlich doch depressiv oder das gibt ja einen Depressionspunkt oder du hast Ängste oder du bist ärgerlich oder wütend oder du machst dir viele Sorgen. Das wäre dann zum Beispiel die Galle. Galle und Migräne hat viel miteinander zu tun. Die Migräniker, frag sie mal, machen sie sich viele Sorgen? Ja, es ist schon besser geworden. Das ist immer eine Antwort, dass das schon ganz, ganz lange so gelaufen ist. Und diese Frau hat jetzt begriffen, ich muss gucken, dass ich meine Wut sehen und fühlen kann. Was hat sie denn gemacht? Irgendwann zeigt sich die Wut doch mal am Anfang. Warum hat sie sie denn auf die Seite geschoben? Warum hat sie das gemacht? Weil sie, und ich hatte am Anfang erwähnt, sie ist zum einen nette, so eine freundliche. Und sie lächelt immer. Und wenn sie lächelt, geht die Sonne auf. Das hat sie als Kind gelernt, weil sie damit durchkam. Natürlich, das ist doch wieder der Sound der Kindheit. Ich habe sie dann gefragt. Und so ist dieser tragische Trauerfaden, das ist gar nicht mehr der rote, das ist der Trauerfaden, der durchs ganze Leben zieht. Sie ist eine von mehreren Kindern. Da gab es öfter mal Zoff zu Hause. Die älteren Kinder haben versucht, sie zu ärgern. Einer sperrt sie mal in den Keller ein. Die Eltern hatten Zoff miteinander. Was hat sie gemacht? Sie ist immer unter dem Radar entlang gelaufen, so. Und wenn man sie gesehen hat, war sie so nett. Dieses Werkzeug, das hat sie behalten. Wir lernen, dass die Werkzeuge der Kindheit, dass die uns tatsächlich später am Anfang noch weiterbringen und dass es auch bei Ehepartnern funktioniert. Aber wieso funktioniert es denn bei Ehepartnern am Anfang? Weil wir uns mit einer größeren Genauigkeit als eine amerikanische Cruise Missile den suchen, du bist es, der zu unserem eigenen Schema passt. Und warum ist das so? Eigentlich ist es einfach, die Regeln der Natur sind einfach, aber warum die überhaupt so sein müssen, ich habe es bisher immer noch nicht begriffen. Die Regel heißt, pass mal auf, du hast da noch ein Thema offen, so wie das früher gelaufen ist, so geht es jetzt im Erwachsenenalter nicht. Du müsstest jetzt mal langsam reif werden und du müsstest mal anfangen, zu deinen Emotionen auch zu stehen und zu zeigen, wer du bist. Das hast du ja bis zum 10., 13. Lebensjahr hast du das ja nie gemacht, weil du gedacht hast, ich bleibe mal besser unten, da kann mir auch nichts passieren, aber jetzt wirst du erwachsen und jetzt wird es Zeit. Und wie lernen wir denn das am besten? Hat die Seele vielleicht mit ihr gesprochen, weißt du was? Du suchst dir jetzt mal einen Mann, ich helfe dir dabei, der genau das für dich wieder aufführt. Dieses Setting führt der für dich wieder auf, dass du nämlich mit diesem Werkzeug bei ihm weiterkommst. Also einer, wo du die Wut dann auch nicht fühlen brauchst oder nicht spürst, sondern du bist ganz nett zu ihm, das findet er am Anfang bezaubernd und deshalb ist man doch so verliebt und dieses, oh, hast du gesehen, wie sie lächelt und hast du gesehen, wie nachsichtig der ist und hast du nicht gesehen? Und irgendwann kommt der Punkt, wo es ans Lernen geht. Und das ist so eine zentrale Message, das ist so eine Take-Home-Message, in wen immer du verliebt bist. Wen immer du als Mann hast und wo du dich vielleicht ärgerst oder als Frau hast, wo du dich ärgerst, geh mal zurück, überleg dir, warum du dich verliebt hast. Und wenn du dich ärgerst, überleg mal, vielleicht kommst du jetzt auf deinen, vielleicht kommst du jetzt auf deinen Lernschritt. Sie musste 45 werden, bis sie in diesen Lernschritt reingegangen ist. Und letztendlich war ihr Mann ja respektlos zu ihr. Und es muss erst richtig schlecht werden, bis du bereit bist, mal zu lernen. Was macht die Seele? Sie macht Talk, Talk, guck mal, da ist noch ein Thema, da ist noch ein Thema, willst du nicht rangehen? Und wir machen da immer so, lass mich doch jetzt mal gerade, ich habe anderes zu tun. Und dann macht die Seele nochmal Talk, 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 sagt sie, komisch, da schneit es draußen und es ist auch Gewitter und ich habe Rückenschmerzen, aber brauchen wir alles nicht. Und irgendwann, wenn sie es nett mit dir meint, macht es dir richtig hässlich. So wie mit dem Schmerz, die konnten nicht mehr laufen. Die konnte mit dem Schmerz nicht mehr gehen. Die Seele hat quasi gesagt, pass mal auf, Mädel, hier habe ich dich und jetzt halte ich dich an. Und jetzt gehst du mal zu jemandem, der das übersetzen kann. Das war dann gerade zufällig ich. Die Chinesen sagen ja, ist er Arzt oder ist er Koch, was die enorme Bedeutung der Ernährung angeht. Sie sagen aber auch, der Arzt ist auch ein Übersetzer der Seele und des Körpers. Ja, sollte. Das heißt, sollte. Es gibt doch diesen, ich sage Patienten manchmal diesen Witz, kennen sie den, wenn die das nicht glauben mögen oder das nicht so annehmen mögen. Kennen sie den?
sagt die Seele zum Körper, du Körper, der Mensch hört nicht auf mich, was soll ich machen? Sagt der Körper, mach dir keine Sorgen, ich mach das für dich, auf mich hört er. So, und da bist du da mit deinem Schmerz, halte es vielleicht immer für möglich, dass ein funktionelles Problem, zum Beispiel am Rücken, seelischer Natur ist. Okay, wenn du 8 Stunden am Schreibtisch gesessen hast, dann darfst du ganz ehrlich Rückenschmerzen haben. Die sollten aber dann nach Gymnastik weg sein. Und wenn sie nicht weg sind, dann fragst du dich, ob eventuell was dahinter stehen könnte. Ich habe letztlich mal an der Rezeption gesessen und ich war eigentlich fertig und die letzte Patientin war gut behandelt worden. Was macht sie? Sie hat eh schon überzogen mit mir. Sie steht an der Rezeption und verwickelt mich in ein Gespräch mit ja, aber und warum nicht und hätte man nicht und weiß ich was. In dem Moment spüre ich eine Kralle. So, eine Kralle, die ist wie in meinen Rücken, hat die sich reingebohrt und ich wusste ganz genau, das ist diese Frau. Und ich habe gedacht, wenn ich ihr jetzt nicht die Grenze zeige, werde ich das stundenlang nicht los. Bis sie dann gesagt haben, wissen Sie was, wir sind bis heute fertig und ich habe einen Anschlusstermin. Das waren dann meine Hunde, die brauchten mich. Es hat eine Stunde gedauert, bis diese Kralle rausgegangen ist. Letztendlich, was macht so jemand? Diese Frau, zu gehen wir nochmal zurück, zu dieser schönen Frau mit dem Rückenschmerz, die gibt immer einen Vertrag aus mit einer Unterschrift. Auf dem Vertrag steht, ich bin nett. Dafür bist du fair mit mir, du achtest mich und du bist auch nett. Das ist ein Vertrag mit einer verdammten einen Unterschrift. Und du musst immer gucken, dass du das kommuniziert hast, das, was dein Anliegen ist. Überleg du mal, wenn du hier zuguckst, hast du Erwartungen an deinen Partner, die er nicht erfüllt? Und hast du im Tausch schon irgendwas dafür hergegeben? Zum Beispiel ihn eingeschrieben als Mitbesitzer in deinem Haus? Oder hast du ihm vielleicht irgendwas finanziert? Oder hast du irgendwas ihm einen großen Gefallen getan und erwartest, dass er was zurückgibt? Das ist natürlich auf das Beziehungskonto eingezahlt. Da kommen wir noch später drauf. Es muss nur klar sein, dass für euch beide das klar ist, dass sozusagen vom Beziehungskonto auch wieder abgehoben werden kann. Allerdings, wenn du in einer Lernfalle bist, die Lernfalle ist ja, weißt du, wie das aussieht, wenn einer voll im Netz hängt? Und da ist das Seil und hier sitzt du drin im Netz, kann man da selber raus? Nee, ohne Messer kann man nicht raus. Und manchmal ist das wirklich zu unserem Vorteil. Also wenn du so eine Situation hast, überleg dir mal, welche Emotionen habe ich hier? Was habe ich zurückgehalten? Und wenn du dann drauf kommst, tritt mal einen Schritt zurück. Überleg dir mal, kenne ich das von früher? Gab es da mal irgendwas? Und manchmal braucht man einfach Hilfe. Ja, diese Hilfe, liebe Beate, ich muss da auch schnell rein, weil die Sendezeit geht ja fast vorbei. Ich habe ja ganz schon viel wieder, gelernt. Schon wieder. Ich konnte, schon wieder. Ja, was ich keine Sorge. Ich habe ganz viel gelernt über dein Buch. Du hast ja das alles ja auch zusammengefasst im Buch Rettet die Liebe. Und als ich das gelesen habe, habe ich unglaublich viel gelernt und verstanden. Aber wenn wir jetzt diese Dame anschauen, die kommt mit einem Schmerz zufälligerweise zu dir. Hat sie ja Glück gehabt. Aber stellvertretend jetzt für dich frage ich mich jetzt einfach für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man ja schmerzgeplagt ist, ist man meistens ja nicht unbedingt in der Lage, weitsichtig zu schauen, woher es das kommt. Und man braucht ein bisschen Hilfe. Aber ich kann die Leute nicht zu dir schicken, du bist ausgebucht. Zu wem, zu was für einen Experten können wir denn die Leute schicken, die wirklich gesundheitliche Probleme haben, aber noch nie die Psyche, die Hintergründe mit einbezogen haben? Alle, die mit Emotionen oder psychosomatisch arbeiten, alle, die mit Emotionen arbeiten, sind dafür geeignet. Ich bekomme ja hier über diese Sendung Zuschriften für Coaching. Und ich muss immer wieder sagen, ich kann leider kein Coaching übernehmen, aber ich gebe gute Adressen weiter. Das ist gute Adressen. Das sind alles Adressen, wo ich selber schon war. Ich gehe immer überall hin, wen ich weiterempfehle. Zum Beispiel die Psychosynthese in Köln oder 2 Kolleginnen, von denen ich ganz sicher weiß, dass sie das super gut machen. Also schreibt mich ruhig an, das bitte sehr. Ich gebe diese Adressen und die Telefonnummern sehr, sehr gerne weiter. Und ich selber lasse mich regelmäßig coachen. Ich habe alle 4 Wochen einen Termin mit einem Coach oder einer Coachin meiner Wahl. Wie sagte mir letztlich eine Kollegin, die Frau Bredebusch, die sagte mir doch letztlich, wenn jemand meint, dass er kein Thema hat,
der wird irgendwann auf sein Thema geschubst. Wir haben immer Themen. Alexander, wann warst du zuletzt beim Coaching? Für dich würde ich es machen. Ja, ich freue mich, wenn du kommst am März dann wieder hier ins Studio. Da haben wir ja Zeit. weißt du, zum Schlussfazit zu kommen, am März kommt auch ein Psychoneuroimmunologe zu mir, ein Professor aus Österreich, wo ich mit ihm das Thema mal wirklich auch tiefersinnig noch diskutieren will. Inwieweit, es ist ja schon bekannt, dass Krankheiten aus der Psyche kommen. Du bringst dieses Thema immer und immer und immer wieder und ich möchte es einfach den Zuschauern auch reflektieren, dass man sich mit seinen eigenen Emotionen, mit der Seele auseinandersetzt, denn hier sitzt der Punkt, der letztendlich die Krankheit auslöst. Und ich kann mit dir nicht genügend Sendungen machen und ich bin so glücklich darüber, dass die Resonanz auch groß ist. Es ist die Zeit, es ist reif, sich damit auseinanderzusetzen, dass hier drin eben viel, viel mehr steckt als nur ein Körper, sondern eine Seele drin steckt, die diese Muster eben aufsaugt. Danke ganz herzlich, liebe Beate. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie jetzt gerade finden, oh, die ist großartig, diese Beate Strickmatt, ich weiß, sie ist großartig. Wenn Sie die Kontaktdaten suchen zu ihr, dann gehen Sie bitte auf unsere Homepage www.qs24.tv, gehen Sie zu diesem Video oder geben Sie im Suchbegriff Strickmatt rein, dann werden Sie sofort zu allen Videos hingeführt, die ich schon mit ihr machen durfte. Es ist einfach eine unglaublich lehrreiche Geschichte, wenn Sie diese Videos mit Beate Strickmatt anschauen. Aber Sie können auch alle anderen Gäste eingeben und werden gleich zu irgendwelchen weiteren Gästen, zu denen Videos hingeführt oder auch wenn Sie irgendein Krankheitssymptom haben, was Sie einfach mal ganzheitlich anschauen wollen, auch auf der Homepage QS24TV das Problem eingeben und Sie werden gleich zu einer Datenbank hingeführt. So, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen und für mich persönlich war das ein Segen, dass die Beate Strickmatt ihr Buch geschrieben hat, wo sie das alles mit Hunderten von verschiedenen Beispielen dokumentiert hat und es fallen einem die Schuppen von den Augen, gell? Das ist ein richtiger, es fallen die Schuppen runter und man versteht es einfach, es ist alles so einfach, aber man hat es einfach nicht gesehen. Großartig, ich winke dir zu, ich verneige mich von dir. Liebe Beate, bis ein anderes Mal und Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.